der Proteaner? Korrekt, Admiral. Aber er ist nicht so, wie wir erwartet hatten. Commander, unsere Wissenschaftler begreifen kaum, was sie überhaupt tun müssen. Wenn der Proteaner beim Bau des Geräts helfen kann, brauchen wir seine Kooperation. Verstanden, Admiral. Wir verlieren immer mehr Kolonien. So etwas wie die Reaper-Streitmacht haben wir noch nie gesehen. Er schon, Admiral. Kann er uns helfen? Das werde ich herausfinden. Gut, Cerberus hat uns eine neue Waffe gegeben, die wir nutzen müssen. Haggard, Ende. Shepard, ich brauche Sie im Backbord-Frachtraum. Es geht um unseren neuen Gast. Bin unterwegs. Was ist das Problem? Shepard, ich wollte den Raum freundlicher gestalten, aber Sie lassen mich nicht zu ihm rein. Verzeihung, Doktor. Kontaktprotokoll bei neuer Spezies. Von Feindseligkeit ist auszugehen. Die Vorschriften waren ganz schön verstaubt. Aber er ist nicht neu. Ich studiere die Proteaner schon mein ganzes Leben. Rühren. Ich glaube nicht, dass unser Gast ein Problem darstellt. Oder? Das kommt auf Sie an. Ich spüre Angst in Ihnen. Furcht und Zweifel. Die Reaper gewinnen. Was meinen Sie mit spüren? Das Leben hinterlässt Spuren, die man lesen kann. In ihren Zellen, ihrer DNA. Erfahrung ist ein biologischer Marker. Was genau habe ich dann auf Eden Prime erlebt? Das war ein Wahnsinns-Flashback. Die Schlacht hat bei mir etwas hinterlassen, das ich auf Sie übertragen habe. Es funktioniert in beide Richtungen. Wie Ihre Sender? Ja. Die. Fanden Sie einen? Sie sahen alles. Unsere Vernichtung. Unsere Warnungen. Warum haben Sie sich danach nicht auf die Reaper vorbereitet, Mensch? Es heißt Commander. Und Ihre Warnungen waren unverständlich. Der Sender hätte mich fast getötet. Dann kommuniziert dieser Zyklus noch primitiv. Wir haben zusammengesetzt, was ging, und damit vor 3 Jahren eine Reaper-Invasion gestoppt. Dann wurde die Auslöschung verzögert? Wir haben jetzt Ihre Pläne für das Gerät. Wir werden es bauen. Gerät? Die Waffe, an der Ihr Volk gearbeitet hat. Ich hatte gehofft, Sie sagen uns, wie man sie fertigstellt. Wir haben sie nicht fertiggestellt. Es war zu spät. Dann wissen Sie wohl auch nichts über den Katalysator? Nein. Ich war Soldat, kein Wissenschaftler. Ich beherrschte nur das Töten. Was war Ihre Mission? In meinem Volk gab es Avatare vieler Tugenden. Mut, Stärke, Klugheit. Ein Exemplar für jede davon. Wofür stehen Sie? Ich bin die Rache. Ich bin der Zorn eines toten Volkes. Ich verlange Blut für das Blut, das wir verloren haben. Erst wenn der letzte Reaper vernichtet ist, habe ich meine Aufgabe erfüllt. Ich habe keinen anderen Lebenssinn. Wer für mich ist, wird zum Verbündeten. Alle anderen werden zu Opfern. Einverstanden, Commander? Bei unserem Kampf gegen die Reaper war bisher nicht so schablonenhaft. Denn Sie haben die Hoffnung, dass Ihre Ehre bei Kriegsende noch intakt ist. In der Tat. Fragen Sie mal in der Asche 1 Billion Seelen die Geister, ob Ehre etwas zählt.
Ihr Schweigen reicht als Antwort. Wir haben das bei der Ausgrabungsstätte gefunden. Gehört es Ihnen? Ein Gedächtnistotem. Kann es uns bei dem Gerät helfen? Nein, es enthält nur Leid. Aber ich kämpfe mit Ihnen. Und das Letzte, was die Reaper vor ihrem Tod hören, wird die letzte Stimme der Proteaner sein, die sie ins Grab schickt. Ich würde gern noch einige Fragen stellen, wenn ich darf. Jetzt geht's los. Ich habe über ein Dutzend Artikel über ihre Spezies in mehreren Fachzeitschriften veröffentlicht. Amüsant. Die Asari können endlich schreiben. Wie bitte? Schon gut. Was möchten Sie wissen? Wir kennen keine andere Spezies mit ihren sensorischen Fähigkeiten. Erfahrung durch Berührung weiterzugeben, war bei uns ganz normal. Die Chemie des Lebens. Komplexe Ideen konnten in Sekunden mitgeteilt werden. Das klingt ziemlich praktisch. Wir waren Jäger. Die detaillierte Wahrnehmung unserer Umgebung war überlebenswichtig. Langsam beginne ich, die Sender etwas besser zu verstehen. Später haben wir die Technologie entwickelt, Informationen durch Berührung in bestimmten Objekten zu speichern. Das Gedächtnis hat einen eigenen Biomarker, genau wie Wissen und Fähigkeiten. Die Sender konnten sich das alles merken. Dinge wie die Reaper-Invasion. Ja, ich spüre noch ihre Verwirrung, als sie Zeuge der Vernichtung unseres Reichs wurden. Ihr Sein hat sich an diesem Tag für immer verändert. Können Sie etwas aus diesem Raum herauslesen? Ich spüre Flüssigkeit, eine Art Inkubation. Die DNA eines Kroganers, der hier wohnte, er war stark, gewalttätig. Ich bin beeindruckt. Sein Name war Grant. Wäre er mein Feind, würde ich einen großen Bogen um ihn machen. In seinen Genen liegt große Stärke. Liara würde es mir nie verzeihen, wenn ich sie nicht fragen würde. Wie war die Zivilisation der Proteaner? Ja, ich habe mich immer gefragt, was für eine Regierungsform sie hatten. Wie sah ihre Religion aus? Oder vielleicht... Wir sind tot. Welche Rolle spielt das noch? Es tut mir leid. Das Studium ihrer Geschichte hat mich mein Leben lang begleitet. Bei meiner Geburt lag unser Reich bereits im Krieg mit den Reapern. Meine erste Erinnerung ist mein Planet, wie er in Flammen stand. Wie war Ihre Zivilisation vor dem Angriff der Reaper? Wir waren die dominante Spezies unseres Zyklus. Wir beherrschten die Galaxie. Meine Studien haben ergeben, dass Sie damals die einzige raumfahrende Spezies waren. Das kam mir immer seltsam vor. Wir waren ein Reich mit vielen Untertanen, die sich alle irgendwann selbst Proteaner nannten. Und wenn Sie das nicht wollten? Sie hatten keine Wahl. Heißt das, Sie haben die anderen Spezies versklavt? Jeder konnte sich gegen uns stellen und hätte im Siegesfall geherrscht. Viele haben das versucht, alle erfolglos. Ich wusste nicht, dass Proteaner so hart waren. Es musste sein. Wir stießen früh auf die Gefahren von Maschinenintelligenz. Sie hat gegen uns aufbegehrt. Das Problem hatten wir auch. Bei uns heißen sie Geth. Die Maschinen durften uns nicht überflügeln. Der einzig gangbare Weg schien uns, alles organische Leben in unser Reich einzugliedern. Hat es funktioniert? Eine Zeit lang. Der Metakon-Krieg. Wir waren im Vorteil. Dann kamen die Reaper. Und wir begriffen, dass die Maschinen uns längst überflügelt hatten. Nur ganz anders als erwartet. Auf Eden Prime sah es aus, als gäbe es weitere Stase-Kapseln. Was ist geschehen? Das Reich war gefallen. Unser Zyklus verloren. Wir waren die letzten Frontkämpfer, die besten noch lebenden Soldaten. Es hätten also mehr von Ihnen diesen Zyklus erleben sollen? Ja.
Unter meiner Führung hätte sich ein neues Proteanerreich erhoben. Wir hätten die Völker ihrer Zeit beherrscht und sie auf die nächste Reaper-Invasion vorbereitet. Aber Verräter in unseren Reihen, indoktrinierte Agenten, haben den Reapern unseren Plan mitgeteilt. Nur so aus Neugier, wie hätten sie uns beherrscht? Wir hätten ihnen keine Wahl gelassen, als sich uns anzuschließen oder die Reaper allein zu bekämpfen. Wir haben zahlreiche proteanische Ruinen gefunden. Haben sie unsere Vorfahren überwacht? Wir haben vor dem Krieg Spezies mit Potenzial kultiviert. Und sie hätten irgendwann die Chance bekommen, sich dem Reich anzuschließen. Aber als die Reaper angriffen, haben wir damit aufgehört. In der Hoffnung, sie wären noch zu primitiv, um geerntet zu werden. Nun dann, danke, glaube ich. Können Sie uns noch etwas mehr über das Gerät erzählen, das Ihr Volk bauen wollte? Wir haben nur Gerüchte gehört. Es hieß, unsere Wissenschaftler würden eine große Maschine konstruieren, die die Reaper besiegen könne. Sie haben sie nie gesehen? Zu dem Zeitpunkt war das Reich bereits zerschlagen. Niemand wusste, was die anderen machten. Wenn wir es nicht bald beenden, ergeht es uns genauso. Was können Sie uns über Ihren Krieg gegen die Reaper sagen? Viele Details gingen verloren. Der Konflikt dauerte Jahrhunderte. Die zu Beginn gegen die Reaper gekämpft hatten, waren bei meiner Geburt längst tot. Aber es gab Gedächtnisscherben, die von Soldat zu Soldat weitergegeben wurden und uns Fragmente der Ereignisse zeigten. Vor einigen Jahren fanden wir auf dem Planeten Ilos eine Proteaner-VI, die sich Vigil nannte, der Verwalter eines Forschungsprojekts. Zu meiner Zeit war Ilos nur ein Gerücht. Es hieß, wir hätten Städte dort, errichtet auf den Ruinen einer alten Zivilisation, der Inusanon. Falls wir dort wirklich eine Forschungsanlage hatten, war ihr Projekt streng geheim. Ja, Vigil sagte, sie hätten sich aus sämtlichen Aufzeichnungen gelöscht, damit die Reaper sie nicht finden konnten. Und dann gingen die Wissenschaftler in Kryostase. Es gibt noch mehr Überlebende? Nein. Aber sie verhinderten, dass die Reaper in diesem Zyklus die Citadel übernahmen und haben die Invasion verzögert. Ich habe die Citadel nie gesehen. Sie fiel lange vor meiner Geburt. Wie hat Ihr Volk gegen die Reaper Krieg geführt? Zermürbungstaktik. System für System, Planet für Planet, Stadt für Stadt. Ganze Welten wurden geopfert, nur um die Reaper auszubremsen. Während sie eine Population ernteten, konnten wir uns neu formieren. Konnten Sie das langfristig durchhalten? Nein. Unser eigenes Volk wurde indoktriniert, konvertiert und wandte sich gegen uns. Aber wir hatten keine Wahl. Gnade ist keine Waffe, nur eine Schwäche. Warum hat Ihr Zyklus den Krieg verloren? Unsere Stärke, unser Reich, wurde zum Risiko. Alle Spezies folgten nur einer Doktrin, einer Strategie. Als die Reaper unsere Schwächen kannten, konnten wir uns nicht mehr anpassen. Die Dienervölker waren uneins und verwirrt. Dann war es nur noch eine Frage der Zeit. Zum Glück ist das in unserem Zyklus anders. Die meisten Völker kooperieren, bleiben aber individuell. Das könnte ihre einzige Hoffnung sein. Danke für dieses Gespräch. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Proteaner treffe. Ich empfand es als amüsant. Was? Dass die primitivsten Spezies meiner Zeit jetzt die Galaxie beherrschen. Asari, Menschen, Turianer. Die Salarianer gibt's auch noch. Evolution bei den Echsenwesen? Sie sind Amphibien, soweit ich weiß. Sie haben Fliegen gefressen. Commander, Sie können auf mich zählen. Mein Name ist Javik. Aber ich muss mich noch erholen. Der Schock sitzt ziemlich tief. Ich verstehe. Das muss eine erstaunliche Erfahrung sein. Wir freuen uns, Sie an Bord zu haben, Javik. Ja, wir haben wieder einen. Cool.
Schmelle entriegeln, verfügbare Krankenstation, okay. Cool, nice, nice, nice. Wo bin ich denn hier? Okay. Bett. Ah, Eden Prime. Man kann gleich wieder zurück. Wow, okay, gehen wir wieder zurück und nach Eden Prime. Das. Gut, dann geht's gleich wieder mal auf Eden Prime. Hast du den Lied von Palavin gesehen? Brutal. Erstaunlich, dass die Turianer noch stehen. Die Vögel geben nicht auf, wenn's hässlich wird. Das muss man nicht lassen. Wollte mal hier ganz kurz gucken. Ah, hat sich schon ein bisschen wieder Ex-Severus, okay, als die Methoden. Oh, Exceber, ja. Okay, also ein paar von Severus, na gut, also, ja, so Ex-Agenten, klar, die natürlich nice sind, die für uns kämpfen, freue ich mich. Okay, dann würde ich sagen, geht's nach Eden Prime. Es war eben ein sehr langes Gespräch. Hi. Na? Ja gut, aber mit langen Schritten, ne? Mit dir haben wir noch gar nicht geredet. Commander? Ja, machen. Sehen Sie nach Ihrer neuen Rekrutin? Ich wollte nur sehen, wie es Ihnen geht. Ich versuche noch, mich einzuleben. Bei der Arbeit an den Upgrades der Normandy ging ich abends immer nach Hause. Ich hatte nicht mal eine Zahnbürste oder frische Wäsche und musste alles behelfsmäßig auf der Citadel kaufen. Wenn Sie wieder was brauchen, fragen Sie. Wir sitzen in einem Boot. Oh, schon okay, Commander. Sie haben bestimmt größere Sorgen. Wir haben Anforderungsformulare. Meine Zahnbürste ist eine Scission Pro Mark 4, die mit Masseneffektfeldern Plaque entfernt und den Gaumen massiert. Kostet 1000 Credits. Okay, darum müssen Sie sich selber kümmern. Jedenfalls, danke für die Chance, hier bleiben zu dürfen. Achso. Sonst noch irgendwas? Ich dachte schon, ich soll dir eine Zahnbürste kaufen, die deinen Gaumen massiert. Wissen Sie, wir haben Krieg, aber... Ah, wir haben Krieg, aber... wissen Sie ja nicht, wo meine Zahnbürste ist, die meinen Gaumen massiert? Oh. Ich finde das immer lustig, was manche so für Probleme haben, wenn wir so ein Krieg gegen die Reaper sind und manche haben echt Probleme. Die haben echt so First World Problems, oder? Nicht gut. Wie sind Sie denn beim Militär gelandet? Meine Familie hatte kein Geld für die Universität. Aber als die Allianz meine Eignungstests sah, bekam ich ein Stipendium. Nach dem Abschluss kam die Pflichtzeit und dann bin ich geblieben. Das Labor war eine tolle Herausforderung. Aber der Fronteinsatz ist natürlich auch irgendwie toll. Es überrascht mich, dass Sie sich um eine Zahnbürste sorgen. Wir haben wichtigere Probleme. Oh. Glauben Sie mir, es war schrecklich, die Reaper auf der Erde zu sehen. Aber was würde es nützen, hier im KIZ in Tränen auszubrechen? An Bord der Normandy zu sein hilft. Wenn jemand die Reaper aufhalten kann, dann Sie. Und wenn als neu markierte Nachrichten und Informationsverwaltung Ihnen helfen, dann ist es das wert. Ich hoffe nicht, dass die Reaper noch ihre Gebiete haben, bis sie zerstören. Ist bedauerlich. Sie waren bei der Allianzforschung? Ja. Und obwohl die Quantenverknüpfung die Kommunikation erleichtern sollte, ist das Einbinden mehrerer ankommender Quellen und dann die Vernetzung mit extrapolierten, zeitverzögerten Daten zur Konstruktion einer kohärenten GUI. Es ist sehr aufregend. Für mich zumindest. Ja. Ja, mach mal. Wo kommen Sie ursprünglich her? Einer Kolonie in den Terminus-Systemen. Studiert habe ich auf der Erde, in Oxford. Meine Eltern waren aus London. Sie haben die Erde geliebt, wollten aber die Freiheit des Kolonielebens. Wären sie in London geblieben, dann wären sie jetzt wohl tot. Viele Menschen auf der Erde leben noch und sie zählen auf uns. Wohl wahr, Commander. Weitermachen, Spezialistin. Ja, die Erde ist ja gerade im Krieg. Aber wir kriegen das schon jetzt hin. So, wir nach Eden Prime, ne? Wir nach Eden Prime.
Das war eben Brown, kann ich gleich wieder hin. Ich kann es mit ihm kämpfen. Ja, genau, das wollte ich machen. Warte mal. Ist das so eine Quest, die so dauerhaft oder die so eher so nebenbei läuft, dass er nebenbei so Informationen sammeln über Severus und dann damit der Widerstandsbewegung helfen? Oder ist jetzt gemeint? Ne, es muss so gemeint sein. Ja, das ist so gemeint. Okay, ich habe jetzt verstanden. Ich habe verstanden, dass wir jetzt eine richtige Quest haben. Okay. Ja, und das wird jetzt angezeigt. Und wir haben ja auch ein bisschen Zeit. Also, wir haben ja noch. Wenn wir jetzt nicht alles machen, dann. Also. Was ist denn das? Verbindet das auch? Ah, da muss ich nicht hin. Dann machen wir mal die nächste Hauptmission. Aber hier schon ist ja. Hier scheint das wieder, mehr Hauptmissionen nahe zu sein, ne? Muss ich ein bisschen aufpassen. Umlaufbahn. Landen. Ah, er ist noch nicht, noch ist er nicht bereit. Na, kann ich verstehen. Obwohl ich, wenn er bereit ist, werde ich James austauschen gegen Javik. Ganz ehrlich, da habe ich, glaube ich, mehr von.